Hallo Leute, in meinem Rückblick zu Rogue Squadron 2 Rogue Leader habe ich sehr mit einigen Punkten des Spiels gehadert. Und ich sage es gleich vorweg, dieselben Punkte sind in Rebel Strike immer noch vorhanden und wurden zusätzlich noch um einige Entscheidungen der Entwickler bereichert, die mir einen Genuss des Spiels sehr schwer gemacht haben. Aber beginnen wir ruhig mit den guten Seiten. Wieder ist die Präsentation auf dem GameCube ganz toll gelungen. Das beginnt schon mit dem witzigen LucasArts Logo-Gag am Anfang. Geht weiter über die ansprechende Menüauswahl, wo Filmszenen der alten Trilogie eingeblendet werden. Und ich gehöre zu den Menschen, die die alte Trilogie für das Beste halten, was Star Wars bisher hervorgebracht hat. Von einem Atmosphärestandpunkt aus hat das Spiel bei mir also ganz, ganz viele Pluspunkte gesammelt, bevor es überhaupt losgeht, weil es sich ausschließlich mit der alten Trilogie beschäftigt. Doch im direkten Vorgänger Rogue Leader hatten wir doch im Grunde schon ein Best-of aller drei Filme gehabt. Was kann uns Rebel Strike denn da noch liefern? Das haben sich wohl auch die Factor 5 Leute gedacht und mehr oder weniger gute Ideen gehabt. Nehmen wir auch hier erstmal die guten. So besitzt Rebel Strike ein ausführliches spielbares Tutorial, wo wir als Luke auf Tatooine spielen, zeitlich vor seinem schicksalhaften Zusammentreffen mit Obi-Wan. In diesem Tutorial habe ich damals im Übrigen für Rogue Squadron gelernt, wie der Zielcomputer funktioniert. Nur so nebenbei erwähnt. Aber nun zum Schlechten. In diesem Tutorial lernen wir nämlich nicht nur das Fliegen, sondern auch das Laufen und Springen. Und sorry, liebes Factor 5 Team, bei aller technischen Brillanz, die ihr aus dem Cube holt, die Zu-Fuß-Geschichte ist euch komplett schiefgegangen. Wo sich die steuerbaren Fahrzeuge im Spiel, seien es Raumschiffe, AT-STs oder Speederbikes, alle lassen sich vernünftig durch die jeweiligen Level steuern und vermitteln einen ein gutes Star Wars Gefühl. Aber zu Fuß kommt man sich vor, als hätte einem einer den Controllerarm auf den Rücken geschnallt. Feste Kameraperspektiven, steife Animation, eine ungenaue Kollisionsabfrage bei Sprüngen und ein schlicht nicht funktionierendes Zielsystem machen diese Einsätze zur Qual. Und dann gibt's gleich im ersten Drittel mehrere davon. Wären die Macher doch lieber bei den Fahrzeugen geblieben. Aber daher mein Eingangsstatement. So kann man natürlich den alten Film nochmal neue Facetten abgewinnen. So verteidigen wir in der ersten Missionskette zuerst die Transporter bei ihrer Flucht von Yavin vor dem angreifenden Imperium. Diesen Teil der Geschichte kennen wir lediglich aus dem Crawl von Das Imperium schlägt zurück. Wenn man weiß, welche Ziele man angreifen muss, ist dieser Teil leider viel zu schnell zu Ende und wir verlassen den schönen X-Wing und wechseln in die Basis, wo wir durch lineare Gänge laufen und Stormtrooper abballern. Dabei drücken wir einfach nur den Stick in die gewünschte Richtung und drücken ununterbrochen die Feuertaste. Irgendwas wird die Zielautomatik schon treffen. Das ist nicht herausfordernd und macht erst recht keinen Spaß. Haben wir das erledigt, geht es nach Dantooine, wo wir einen Abtrünnigen vor den Imperiumstruppen retten sollen. Eine wilde, aber anspruchslose Speederfahrt steht hier an, wo die Hauptschwierigkeit darin besteht, nicht gegen die Felsen zu donnern. Und was kommt dann? Genau, wir rennen wieder zu Fuß durch die Gegend. Unsere Aufgabe besteht darin, von Geschütz zu rennen und damit oft genug auf den davoneilenden Transporter zu schießen. Wieder maximal anspruchslos und nahezu vollkommen spaßbefreit. Immerhin dürfen wir auf dem Rückweg wieder mit dem Speederbike fahren, was aber auch schnell vorbei ist und man für den Erfolg der Mission lediglich auswendig lernen muss, an welcher Stelle man die Sprungtaste drückt. Zum Glück können wir als nächstes endlich wieder fliegen. Aber hier kommt die alte Schwäche der untererklärten Mission zum Tragen. Wir sollen den Angriff des Imperiums zurückschlagen und sollen dafür Bomben mit dem Schleppkabel aufnehmen. Wenn man in dieser Mission Erfolg haben will, muss man allerdings einige Dinge beachten, die man entweder in einem Game FAQ nachliest oder durch dutzende Wiederholungen selbst herausfindet. So kann man mit Hilfe der Bomben relativ leicht die AT-ATs ausschalten. Aber nur, wenn man die Bombe gegen den Kopf einsetzt. Dann genügt ein Treffer. Ich bin nicht ohne weiteres drauf gekommen, dass die Läufer über unterschiedliche Trefferzonen verfügen. Man kann sich in diesem Level das Leben sogar noch leichter machen. Die Bomben wirken nämlich auch gegen die Brücken. Und wenn man das gleich zu Beginn macht, schneidet man den Nachschub ab. Easy peasy. Aber dass diese Levelstrukturen mit den Bomben zerstörbar sind, darauf bin ich auch nicht allein gekommen. Hat man den Schutzschild dann lange genug verteidigt und die primären Ziele ausgeschaltet, Stichwort Zielcomputer, der einem zeigt, welche Ziele relevant sind,
und welche nicht, dann geht's nun selbst in die Kanzel eines AT-STs. Schnell den Stick nach vorne drücken und auf alle schießen, was sich bewegt. Sonst laufen die zu beschützenden Wissenschaftler nämlich direkt ins gegnerische Mündungsfeuer. Verdammt, wir haben die Wissenschaftler verloren. Also, allzu schlau können diese sogenannten Wissenschaftler nicht sein. Dennoch macht dieser Abschnitt Spaß, weil man über ordentlich Feuerkraft verfügt und eine Menge zu Bruch geht. Und wo ich gerade ein bisschen gut gelaunt bin, geht zu Fuß weiter im Innenraum der Basis. Stick nach vorne drücken, pausenlos die Feuertaste betätigen, zwischendurch ein Geschütz bemannen. Yeah. Hoffentlich können wir danach wieder fliegen. Nope. Wir spielen wieder den Angriff auf die Basis von Hoth nach. Doch diesmal aus der Sicht von Luke. Haben wir in Rogue Leader noch als Wedge die AT-ATs mit dem Schleppkabel gelegt, dürfen wir diesmal als Luke zu Fuß gegen die großen Trampeltiere vorgehen. Hier bin ich zwiegespalten, denn die Mission hat mir fast Spaß gemacht. So müssen wir nämlich erst den Füßen ausweichen, uns per Kabel hochziehen, mit dem Laserschwert ein Loch in den Rumpf schlagen und anschließend eine Granate in den Bauch werfen. Genau wie im Film. Super. Ach, wenn die Zu-Fuß-Missionen immer so gelungen inszeniert gewesen wären, dann hätte ich gar nichts zu meckern gehabt. Danach dürfen wir sogar noch ein bisschen TIE Fighter abschießen. Wirklich, ich war fast wieder gut drauf. Doch dann macht das Spiel plötzlich einen zeitlichen Sprung. Eben noch auf Hoth und Luke auf dem Weg nach Dagobah und schon befinden wir uns auf Endor und spielen die Speeder-Verfolgungsjagd aus Teil 3. Des Rätsels Lösung? Es gibt ab hier verschiedene Pfade zur Auswahl. Im Missionsauswahlmenü muss man aber selbst nach links wechseln, wenn man weiter mit Luke auf Dagobah weitermachen will. Daher meine Verwirrung. Eine Kleinigkeit, ja, hat mich aber geärgert. Warum ist das Spiel nicht transparenter, beziehungsweise warum wird nicht die in der Story als nächstes relevante Mission vorausgewählt? Andererseits, auf Dagobah sind wir natürlich zu Fuß unterwegs. Und dann müssen wir auch noch eine Jump-and-Run-Passage bewältigen. Mit Zeitlimit. Immerhin ist es kein strenges Zeitlimit. Spaß macht's trotzdem nicht. Jetzt noch Han vor dem Sarlacc retten. Und schon haben wir den Luke-Missionsbaum abgearbeitet. Einen ganz dicken Pluspunkt will ich aber nicht unerwähnt lassen. Wenn man einen zweiten Controller anschließt, kann man das komplette Spiel Rogue Squadron 2 im Koop-Modus durchspielen. Das finde ich ist eine richtig fette Dreingabe und es macht einfach unheimlich viel Spaß, zu zweit dem Imperium in den Hintern zu treten. Ich denke, ihr könnt es raushören. Einerseits will ich das Spiel lieben, für seinen Willen die besten Star Wars Momente der alten Trilogie actionreich und fett präsentiert umsetzen zu wollen. Andererseits sind manche Bestandteile des Spiels aber so ungeschickt umgesetzt, dass es mich langweilt bzw. nervt. Die Rogue Squadron Spiele gehören meiner Meinung nach auf jeden Fall in eine gut geführte GameCube-Sammlung, aber es sind keine Spiele, die ich in Sachen Gameplay uneingeschränkt empfehlen würde. Nur noch zwei.